Könnte vielleicht mal einmal wieder Licht kommen. Es wäre echt schön, wenn ich mal wieder bei Licht arbeiten könnte. Dann macht das viel mehr Spaß. Im Dunkeln kann ich so schlecht sehen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir schlecht. So. Jetzt gib mir mal das Objekt. Gib mir das mal her. So. Das stellen wir mal ein bisschen schräg. Alles klar. Dann gehen wir in die Natur. Nehmen uns mal so eine schöne Liane. 8 Meter, 2 Meter, 4 Meter, oder? So. Die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen drehen. Weil mir das zu sehr an den Rand geht und wir wissen ja, wie so blöde Affen sind. Dann springen die einem einfach über die Mauer und sind weg, weißt Das ist eine meiner liebsten Arbeiten. Da kann man sich Stunden mit beschäftigen und man wird nicht fertig, weil bei der ganzen Optik blickt man überhaupt nicht durch. Es ist grausam, ist das. So, okay, dann gehen wir zurück ins Gehege. Und gucken mal, ob das Ding höher ist. Nee, das ist nicht so hoch. Das ist auch nicht so hoch. Also müssen wir noch so ein Ding hier dran heften. Und zwar drehen wir das noch ein bisschen bei. So. Das muss jetzt ziemlich genau da drüber. Ich würde sagen, hier. Ja? So. Jetzt müssen wir mal gucken, der hier ist auf der Höhe, das ist gut. Dann gehen wir hier in die Natur und nehmen mal was Langes. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer noch nicht so richtig viel heller geworden, oder? Würdet ihr behaupten, das ist da drin? Also ich finde das ist vor allem, wenn du nach oben drehst, zur Seite drehst, dass du da immer so massivst, ne, aus deinem Blickwinkel rauskommst, finde ich mega schwierig. Also ich finde diese ganze Optik ist wahnsinnig kompliziert. So, das würde funktionieren, ne? Ja. Nehmen wir den. Warum passt der jetzt nicht da dran? Der müsste aber doch. Also, es ist wirklich, weil hier unten ist so alles so hell, ne? Und es ist, ich finde das mega schwer zu erkennen. Kann natürlich daran liegen, dass ich bald eine Brille brauche. Will ich nicht ausschließen. Ich würde sagen, rot kippt das Ganze ein bisschen. Ja, und dann wird das natürlich sofort. Ja, das hängt da dran, ne? Ist jetzt nicht so ganz perfekt, aber es hängt dran, ja. So, was können wir denn noch machen? Wir können denen ja richtig was zu klettern schenken. Das ist ja nicht das Problem, ne? Natur, was haben wir denn noch? Ich finde diese Übergänge so schön mit den, ne, mit diesen hier Dings hier, die Hand. Nehmen wir noch so eine kleine zum Beispiel. So. Die hängt auf jeden Fall fest. Jetzt brauchen wir noch irgend so ein Spielgerät. So 2 Meter ist natürlich nicht besonders weit, aber was ist denn hier mit dem Ding? Kann man das nicht irgendwie da dran ökern?
Kann man, oder? Wäre machbar, ne? Ja, bei den Dingern hatte ich immer das Gefühl, dass die Affen dann festhängen. Kann man hier eventuell irgendwas drehen? Oder setzen wir da einfach eine Platte drauf? Das wäre ja auch eine Variante, ne? So, und dann ziehen wir die einfach hoch. Das ist auch immer blöd, dann verrutscht das alles. Meine Fresse, lass den Scheiß doch mal oben, ey. Das ist so nervig gemacht. Also diese Optik ist wirklich nicht meins. Da muss man sich so höllisch drauf konzentrieren, ne? Ist das nicht vielleicht ein bisschen groß? Was würde ich denn rot, würde ich jetzt vielleicht nehmen zum Kippen? Ja, jetzt ist natürlich alles. Boah, ey. Oh, nee. Ja, natürlich, immer noch was irgendwo dran und. Uah, tu mal weg. Komm, tu weg. Tu bloß weg. Könnte es das sein? Wenn man das jetzt mit Rot runterkippt und vielleicht noch, jetzt weiß ich natürlich nicht, was sinnvoll ist. Ja, welcher von den Kreisen ist es denn jetzt? Wahrscheinlich blau. Ja, komm, viel besser kann es ja nicht mehr werden. So. Jetzt müssten wir hier noch irgendwie dran. Ein Tickchen tiefer vielleicht. Und dann hoffe ich, dass das ausreicht. Dann haben wir denen doch was Schönes gebastelt, oder? Kann man doch jetzt nicht anders. Dann gehen wir nochmal eben in die Pflanzenauswahl. Was willst du haben? Asiatisches Tropenbiom. Das kriegen wir doch hin. Tropen in den asiatischen. So. Was wollen wir denn mal machen? Dann machen wir hier erstmal rot. Das ist schon mal etwas. Hier ist auch rot. Oh, hier ist rot. Bis hier. Alles klar. Bauen wir hier so einen fetten Busch hin. Wir nennen ihn einfach mal George. Double doof. Hier kann sowas hin. Na, guck. Indischer Bambus. Schlimme ist, du müsstest von mehreren Richtungen drauf gucken können.
Also, ne, ihr merkt, ich bin da natürlich schon concentrated. Oh, das ist aber ein schönes großes Bäumchen. Der ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu groß, oder? Naja, man weiß es nicht so genau. So. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Gras kurz war immer noch ein Problem. Du möchtest mehr Erde haben, ne? Und ein bisschen Fels. Das kriegen wir ja hin. Das ist ja nicht. Ist ja nicht wie bei. Ne? Das haben wir halt auf Fels gebaut hier. So, damit konnte ich dir schon mal weiterhelfen, Erde. Wir müssen das kurze Gras wegkriegen, ey. Steht ja gar nicht drauf, ne? Na gut, geschafft. Ne? Okay. Wenn wir jetzt laufen lassen, müssten wir auf 160 Quadratmeter Kletterfläche kommen. Du willst mich verarschen. Das sind 7... Was? Wie groß muss denn der... Hallo? Ja, mal eben gucken. Es gab doch irgendwo auch so einen Baumstamm umgefallener, oder? Was ist das denn hier? Ach, das sind Pflanztöpfe. Cool. Ja, Sachen gibt das ja. Oha. Oh oh. Also, wenn wir dann unseren ersten eigenen richtigen Zoo machen, dann aber... Oh oh. Hm. Oder war das Einrichtung? Nee. Nee, ne? Irgendwas mit Deko vielleicht? Aber das müsste dann ja Bau sein, ne? Wanddeko, Vordächer, Beleuchtung, Mittelpunkt, Requisiten. Hm. Ich hatte nämlich irgendwo mal so einen Baum hingeworfen. Und das galt dann plötzlich. Genau, der war das. Ich meine, der wäre das gewesen. Weißt du, was ich meine? Völliger Schwachsinn. Aber gut. So, dann gucken wir uns mal den Orang-Utan an und gehen auf die Heatmap, wie denn das Gehege so aussieht. Kannst du irgendwo flüchten? Nein. Kletterfläche hast du. Alles gut. Rauskommst du nicht, ne? Rückzugsort? Zählt. Alles klar. Gut. Dann machen wir die Heatmap wieder raus. Und
alles ziemlich hundertprozentig. Einzig das Essen da war nicht so ganz mit zufrieden, aber das ist ja, wenn man in so einem Gefängnis sitzt, völlig in Ordnung. Also schon krass, ne? Da setzt du da so einen Baumstamm hin. Und plötzlich ist alles gut. Naja, gut, dann ist das eben so. Ja, dann haben wir unseren Orang-Utan auch glücklich. Und das Spiel fängt an, ein wenig lahmarschig zu werden. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir brauchen halt noch ein bisschen Punkte, damit wir auch ein paar Elefanten kriegen. Aber ihr seht, wir sind ziemlich, ziemlich nah am Ende dieses Zoos. Ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Wolf verkaufen, was jetzt wohl nicht so schwer fallen dürfte. Aber wir haben echt Performance-Probleme. Das ist, weil das ist sehr komisch, weil irgendwann fängt das Spiel an und performt schlecht. Weiß nicht warum. Aber viel schlimmer, mein Tee ist gleich leer. Na, ihr merkt, das ist jetzt nicht mehr das geilste Spiel. Deswegen, was machen wir? Wir sind jetzt bei fast 6 Stunden. Okay, wir sind uns einig. Die forschen auch alle noch? Ne, eine forscht schon nicht mehr. Könntest dich mal um die Orang-Utan kümmern hier, du. Pute. Ach, diese Dinger da, ja. Warum haben wir die denn? Die sind doch hier hinten irgendwo. Warum haben wir denn so viele davon? Ist das jemand? Gut, kümmern wir uns drum. Dann können die gleich wieder gehen, weißt du? Z bleibt, der geht raus. Der geht raus. Komm, freilassen. Spinnen weg. Weg, weg, weg. Weg. Kriegen wir noch ein paar Punkte. So. Ne, bei den Ganges kann ich nichts wegwerfen, weil die sind noch nicht alt genug. So, hier die Käfer. Siehst du, es geht doch gleich wieder los. Weg, weg, weg. Alter, was haben die denn gemacht in dem Vivarium? Sind die bekloppt? Ist ja unglaublich. Die waren aber jöcki aufeinander, wa? Da müssen wir gleich mal reingucken, aber
Na komm, jetzt lassen wir erstmal diese ganzen Käfer frei. 81, nur an diesen Käfern. Nicht schlecht, ne? Und wir sind immer noch nicht da, wo wir hin wollten. Wir wollten zu den kleinen Pandas. Aber ihr seht, wenn man mal so ein bisschen spielt, dann ist es schlecht. So, Isabel Bär lassen wir auch frei. Die Gnus sind dran, die Kaffernbüffel. Hier. Also jetzt suchen wir mal nach den, was haben wir denn noch? Leistenkrokodile. Also wir haben echt was zu tun. Die auch schon wieder. Ja gut, die Flamingos, die können ja noch bei den Schlangen. Trampeltiere müssten wir auch mal aufräumen, ne? Da bin ich mal so ein Trampeltier. Wobei die ja bald tot sind, ne? Wir haben nur ein Weibchen. Ne, da oben sind noch welche. Ja, die ist bald tot und die ist noch ein Kind. Oh oh, wir müssen auch einen Wolf freilassen. Unser Alpha-Wolf ist bald tot. Unser Alpha-Weibchen ist auch bald tot. So, und wie sieht das hier mit den Schlangen aus? Wie viele Punkte gibt es? 100. Alles klar. Damit haben wir Mackenzie-Wölfe freigelassen. Und jetzt können wir uns mal eben um die kleinen Pandahas kümmern. Und das Problem ist halt, was nehmen wir denn raus? Den? Ja, der ist scheiße. Die? Können wir nicht, weil ich nicht weiß, ob er nicht Vater von ihm hier, also von ihr hier ist. Wen wir auf jeden Fall rausnehmen können, ist Ette hier. So. Dann gehen wir nochmal auf den kleinen Panda. Kleiner Panda, hör mir zu. So. Chef im Ring. Dem geht's nicht so gut, weil Tier hat enorme Probleme mit dem sozialen Wohlbefinden. Platz und Gruppe, alles klar. Du hast zwei Weibchen zur Auswahl. Inzucht. Was? Jetzt, das muss man mir jetzt mal erklären. Wieso Inzucht? Hä? Ja, ja. Ja, ja, das ist das. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe auch nur Männer hier im Angebot. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann, wenn beide Inzucht sind, wieso auch immer, ich habe keine Ahnung. Also es ist, na gut, es hat keiner ein Z-Merkmal, ne? Aber die sind doch, ich meine, dieses Durchsortieren. Janu ist aber doch mit Xingling hier zusammengekommen, oder nicht?
75, 83, 50 und du hast. Ja, Fruchtbarkeit 0. Du kannst sowieso raus. Dir kann ich nichts anfangen, egal wer du bist, raus. Weißt du was? Hau doch ab, du! Hier, yeah, unfruchtbares Dingen. Könnte ich mal so ein Viech an. Hallo, Spiegel. Da gibt es übrigens einen Trick. Du gehst hier auf Bauen. Guckst mal, was das bringt. Nix. Dann machst du das rückgängig. Und dann guckst du mal nach so einem Baumstamm. Hier, guckst mal wieder den. Der ist natürlich sehr groß. Ne? Der ist für dieses Gehege vielleicht auch ein bisschen zu groß. Aber der könnte doch hier an den Rand, oder? Ja, das explodiert regelrecht, weil der irgendwo falsch berechnet ist. Ihr merkt aber auch grafisch, ne? Baut das Spiel gerade ab. Seht ihr das auch, wie wuschig das ist? Moment, ich mach's mal so. Das ist keine gute Grafik mehr, ne? Irgendwas ist vollgelaufen. Irgendein Speicher, irgendwas. Und die Demonstranten sind gleich wieder raus, hoffe ich. Wir können ja noch mal gucken, ob hier irgendwo negativer Einfluss ist. Da sind die Demonstranten. Gehen wir mal hoch, gucken wir mal. Hier, das sind diese ganzen Räume, da kommt aber keiner entlang. Hier ist alles schön. Hier ist nicht alles schön. Hier ist immer noch Müll und Müll. Alles klar. Ja, das lohnt sich hier unten irgendwie überhaupt nicht, finde ich. Gut, wir könnten es wegetechnisch mal verbinden. Dass wir sozusagen hier unten dran kommen. Ja, also ihr merkt, ist gar nicht so einfach hier. Da müssen wir jetzt, wir müssen nach oben, ne? Perfekt. Da müssen wir noch ein paar Bänke da hinsetzen. Schlimm, ne? Wenn du nicht so richtig nah dran bist, dann weiß man auch nicht so genau, wo man die Dinger hinpackt. Hier geht's ja wenigstens. Da ist schon wieder Inzucht im Raum. Das muss uns ja nicht nerven. So, dann können wir. Möchtet ihr noch festlegen, was hier an Läden rein soll?